Okay. Our fealty is sworn to you, Arisen. From this day, the Legion's men call upon you to die by your command. Sehr cool, muss ich sagen. Da die Erweckte seid, steht euch ein loyaler Vasalle zur Seite, der auf euren gesamten Abenteuer begleiten wird. Zusätzlich zu diesen Hauptvasallen könnt ihr zwei weitere Vasallen zur Unterstützung anwerben. Vasallen haben unterschiedliche Stärken, nutzt also Hilfsvasallen, um eure Gruppe den aktuellen Aufgaben anzupassen. Neben verfügbaren Fertigkeiten ist vor allem das Wissen eines Vasallen ein wichtiger Faktor beim Zusammenstellen einer Gruppe. Oh, scheiße. Vasallen mit umfassenden Kenntnissen über Aufträge und Gegner können hilfreiche Ratschläge erteilen und Kampftipps geben. Zwischendimensionen können alle Typen von Vasallen gefunden werden. Findet ein Wasser euer Gefallen, dann sprecht ihn an. Level 6, Stufe 6, Maya. Rook. Oh Gott! Ihr könnt nur zwei Wasser gleichzeitig für eure Gruppe anheuern. Sie können. Das war zu schnell. Was? Du bist Bogenmeisterin, ne? Du auch. Und du auch. Okay. Laufbahn. Oh Gott. Kämpfer weiblich, Magier Streicher. Primärfähigkeit, grüne Scharlachrute. Kuss? Okay. Beißender Wind, Kamin. Gunst des Eises. Gunst des Feuers. Rassis Eislinderung. Pfeilregen. Pfeilregen Triade. Okay. Benutzername. Meryl, Perrin, Pascal und Nyla. Ach du Scheiße. Warte mal, beißender Wind. Irgendwie gefällt sie mir hier ganz gut. Yes, Arisen. Details. Allgemeine Informationen. Angriffsstatus, Abwehrstatus. Elementare Starrung. Okay. Fertigkeiten, Fähigkeiten. Konzentriert wirbelnde Hebe auf einen Punkt und zerschmettert Gegner mit wenig Durchhaltevermögen. Klingt gut. Ausrüstung. Elegante Dolche, die weithin bekannt sind. Leicht und einfach zu nutzen, selbst für die schwächeren Reisenden. Tonika Kurzbogen. Okay, Gegnerwissen. Yes, Arisen. If you should ever need anything else. Das ist natürlich schwierig. Yes, Arisen. Details. Ich denke mal, in dem Level wird man noch nicht wirklich viel. Yes, Arisen. If you should ever need anything else. Do not. Ja, ja, ja. Ich dachte aber eigentlich, dass man drei Gefährten haben hätte können. Vor allem, weil da noch Fragezeichen sind. Ich meine, sind verschiedene Arten wahrscheinlich. Tierische Wesen, mythische Wesen und was auch immer. Wir nehmen jetzt erstmal Opal mit. Ah nein, des Namens wegen. Ach, wahrscheinlich wegen. So bescheuert das klingt, wegen ihrem Hut oder wegen ihrer Frisur. Opale sind schwarz. Erstmal Reise begegnen zu dürfen. Ja. Finde ich auch. So, wie komme ich jetzt hier? Unter Chronik findet ihr eine Liste sämtlicher Vasallen, die ihr je angeworben habt.
Wenn ihr den Stein berührt, könnt ihr Vasallen suchen und beschwören oder eure Dimension zurückkehren. Ich will den Riff verlassen. Kommt er jetzt automatisch mit? Oder muss ich ihn jetzt nochmal rufen? Nee, Opal ist da. Okay. Ach, Rook habe ich mit dabei. Deswegen. Haben wir genügend Heilmittel? A riftstone. A strange power emanates from within. Eine Meisterin und ihr Vasallen, nicht wahr? Ja. Wenn ihr gelernt habt, eure Kräfte zu vereinigen, werdet ihr fast unbezwingbar sein. Allerdings findet man diese Fähigkeit besser auf dem Übungsgelände als auf dem Schlachtfeld. Ich könnte hierbei behilflich sein, wenn ihr es wünscht. Natürlich. Zeig doch mal. Sir Byrne, die Männer vom Aushebungstrupp weisen keinen Billigen zurück. Wir sind bereit. Und ihr? Übung beginnen. Lass es mich deutlich sein. Ich bin ein harter Lehrmeister, wer der Schüler auch sei. Ihr werdet drei Übungsformen in Folge bestreiten. Jeder verfeinert eine bestimmte Fertigkeit. Hier braucht ihr mehr als Muskeln alleine. Sollte euch eine Aufgabe zu schwierig erscheinen, solltet ihr eure Gruppe überdenken. Hier sind noch andere Vasallen. Wählt unter ihnen, wenn ihr es wünscht. Okay. Die erste Aufgabe besteht darin, Lasten zu tragen. Befördert alles, was da ist, bevor ich heruntergezählt habe. Ihr könnt euren Gefährten frei wählen, oder ist die Aufgabe... Scheiße. Doch allein die Aufgabe nicht zu bewältigen. Viele Hände machen jede Last leicht, wie man sagt. Also los, an die Arbeit. Jetzt geht's los, die Vasallensteuerung. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wie man sie steuert. Das ist das Problem gerade. Aufgabe Kiste holen. LOL. LOL! Wie schnell die sind. Boah, Jahresalter. Auch schon weg. Ich bin die Schlechteste gewesen. Genug? Habe ich geschafft? Gut gemacht. Wenn ihr jeder Herausforderung mit so viel Herz begegnet. Alles klar. Eine feine Kämpferin sein. Okay, jetzt kommen wir zum Kampf. Ihr tretet gegen meine Vogelscheuchenarmee an. Zerstört sie, bevor eine große Gruppe vervorteilt. Doch braucht es ein Auge für die Zusammensetzung. Ein Haufen Leute, die alle dasselbe tun, bringt weniger Schlagkraft und Versenkung. Wird klug. Wir beginnen, sobald ihr bereit seid. Sagt einfach Bescheid. Ich bin bereit, absolut. Erledigt sie alle, bevor ich heruntergezählt habe. So viel dazu. Time of plenty. Find an opening, then strike. I'll sell it with a spell. Anything you hold up, the scarecrow's weak to blow. Deadline draws near. You must hurry, there's no time. Okay, das ist krass. Das geht echt schnell. Auch schon down. What the fuck? Alter! Ich hab wohl eine Bombenarmee ausgesucht, würde ich sagen. Gut gemacht, wenn ihr verdammt so viel Herz bekommt. Ja, nun gut. Werdet ihr noch mehr Vogelscheuchen zerstören oder erwartet ihr noch das Gleiche? Es gibt zwei Arten von Vogelscheuchen. Jeder hat besondere Schwachstellen. Die eine beugt sich nur Stahl und roher Gewalt, die andere nur Magie. Geht nicht umsichtig mit der Sache, ihr werdet... Ihr scheint sobald schon... Okay. Verändert eure Gruppe und eure Taktik, bis ihr Erfolg habt. Braucht euren Kopf. Wir beginnen... It's back to the scarecrows for your last lesson. Destroy them all. I've learned. So, und woher weiß ich, welche? The scarecrow's weak to blows.
Wow! Hammer! Ich habe jetzt nicht mehr auf die Zeit geachtet. Profiteam, würde ich sagen. So schnell hat das noch niemand geschafft. Und das bei einer Aufgabe, die selbst die erfahrenen Kämpfer fordern würde. Gut gemacht, ihr habt eure Übung abgeschlossen. Versteht ihr nun, wie wichtig gut gewählte Gefährten sind? Ja, ohne Zweifel, ohne Zweifel. Alles Übrige lernt ihr im echten Kampf. Habt ihr Schwierigkeiten, überprüft eure Gruppe. Okay. Wenn eure Kampfstrategien nicht fruchten, dann ändert die Zusammensetzung eurer Gruppe sowie Ausrüstung und Fertigkeit. Oh Gott, das wird noch heftig. Ich fühle mich jetzt mit dem Auftrag vertraut. Der Auftrag gemeistert. Stufe 4. Cool, würde ich sagen. Voll cool gemeistert. Ja. Wir kommen jetzt wohin? Wir reden noch mal ganz kurz mit ihm. Die unbedarften Jungen heutzutage sind voller Ehrgeiz, doch nahezu ohne jedes Talent. Okay. Warte mal, so ganz ohne versteckten Hinweis oder Items oder Kiste oder so? Na gut. Wir wollen mal das Übungsgelände. Ich habe gesagt, wir lassen das Übungsgelände in Ruhe. Wollte ich sagen. Na gut. This is hammer nice, muss ich sagen. It will be easier going searching this area now. The training grounds are used to instruct the men of the Corps in combat. Auf dem Übungsgelände werden die Männer im Kampf unterwiesen. Gut, das heißt, wir haben jetzt einen Kämpfer, zwei Magier. Das heißt, jetzt bin ich halt hart am Überlegen. Lasse ich den Magier Magier sein und konzentriere mich auf helfende Fähigkeiten? Also, dass ich dann doch eher den Heiler-Typ spiele? Und wir haben einen Bogenschützen. Irgendwie finde ich das voll geil gerade. Ich bin total hin und weg. So, wartet mal. Ich speichere jetzt mal ganz kurz. Werde nämlich ganz kurz die Aufnahme cutten. Ich habe die Stunde erreicht gerade. Ich bin da so vorsichtig geworden, ne? Wenn da irgendwas schrottet oder sowas in der Richtung. Ich weiß nicht, Cut oder neue Folge. Ihr werdet es ja sehen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Dann mal herzlich willkommen zurück zu Dragon's Dogma. Was ist was? Ja, ich habe meine drei Gefährten mittlerweile zusammen. Für alle, die nicht dabei waren. Hört doch mal auf, hier zu randalieren. Ja, die haben einen beschränkten eigenen Willen, ansonsten gehorchen sie nur mir. Das heißt, sie würden in einer normalen Welt gar nicht überleben. Wer bist du? Siehst aus wie ein Händler. Ach, Reynard. Schon eine Weile her, oder? Lang genug, um berühmt zu werden, in eurem Fall. Die Erweckte. Es würde Herzog Drachenband zurückkehren, möchte man meinen. Als würde Herzog Drachenmann. Wer ist das? Gefällt mir, Freundin. Gefällt mir gut. Okay. Dann kommen wir zum Geschäft. Ihr werdet ein Narr, euren Waren nicht anzusehen. Okay, ich habe nur nicht sonderlich viel Kohle, glaube ich. Oh Gott, ich nehme alles zurück. Nüsse bringen Heilung. Heilbrunnen bringt Heilung. Heilt fast alle Schwächen körperlicher Natur. Ich möchte so gerne, ne? Ja. Was habe ich denn bitteschön vorhin gemacht, dass das nicht funktioniert hat? Noch nicht mal was für die Hände. Ellenbogenschutz. Stichwiderstand. Gelehrten. Gelehrtenarmband. Macht Sinn, ne? Ich so bescheuert das klingen mag, ich werde jetzt erstmal mich ausstatten. Ja. Und danach werde ich dann die Vasallen halt. Richtig ausrüsten, genau.
Also das mit den Beinen gefällt mir irgendwie. Hab ich mich gerade erschrocken? Tja, da kann ich nur nicht viel machen. Das macht wenig Sinn, da jetzt was zu ersetzen. Was haben wir denn? Schultermantel. Bisschen teuer, ne? Hanfhemd. Oh ja, da können wir noch einiges machen. Lederpanzer, wollen wir nicht Ledergürtel? Heilergewand. Das ist halt die Frage. Gehe ich jetzt auf Heiler und lasse den Magier Magier sein? Oder lasse ich den Magier heilen? Ich glaube, das Heilergewand ist aber eher was Seltenes, ne? Stoffwickel. Sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Bringt das denn was? Ja. Auf jeden Fall bringt das noch eine Kleinigkeit. Und die Frau kriegt endlich mal was zum Anziehen. Ich weiß, der ein oder anderen Mann wird das jetzt widersprechen. Das sieht auch doll aus, Alter. Boah. Wird zusätzlich ausgerüstet, okay. Also irgendwie das Beinkleid, weiß ich nicht. Das haben sie irgendwie komisch gemacht. Arbeitshosen, jawohl. Wartet mal. Da dürfte ich ja jetzt separat anziehen, ne? Bringt aber relativ wenig gelbe Gamaschen. Oh Gott. Leichte Kniehosen. 111 in der Abwehr. Geht aber magische Abwehr runter. Lederverstärkte Hose. Joa, warum nicht? Sieht zwar sehr skurril aus, aber hey, was soll's. Ja, das müssen wir auf jeden Fall auch noch irgendwie ein bisschen verstärken. Der hat zwar. Nee, stopp. So. Bei dem brauchen wir irgendwas, was. Heilergewand. Okay, der darf. Ah! Brustpanzer. Ja, das wäre natürlich hier, ne? Obwohl, ne, geht runter. 3600. Oh oh. Gucken wir erstmal nach Arm. Ellenbogenschutz. Gelehrtenarmband. Novizenarmschienen.